Moin Moin und damit herzlich willkommen zum Bundesliga-Tipp. Bundesliga-Tipp, 17. Spieltag, Hinrundenende, letzter Spieltag. Der FC Bayern ist Hinrundenmeister geworden und es steht eine englische Woche an, beziehungsweise für einige Teams mehrere englische Wochen. Jetzt die als erstes in der Bundesliga. Los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel, was am Dienstag um 18.30 Uhr stattfinden wird, ist das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und RB Leipzig. Und die Schalker, ja, sie taten sich sehr schwer gegen Eintracht Frankfurt. Ein Abschluss 0 zu 3 verloren. Ja, von der Höhe her ein bisschen zu hoch. Alleine bei Schalke durchgehend bemüht war, um auch das Tor zu erzielen. Zweimal sogar Alu-Pech gehabt hatte, also... Ja, es wäre definitiv den Schalkern gegönnt gewesen, ein Tor zu erzielen. So ist man relativ deutlich untergegangen gegen Frankfurt. Das will man natürlich gegen RB Leipzig, den Gegner, vermeiden. Die im letzten Spiel mit dem 1:1 unentschieden. Ja, auf der einen Seite zufrieden sein können, auf der anderen Seite, ja, ne, wenn der Halbzeit 1 ein bisschen besser gelaufen wäre, wäre vielleicht doch ein bisschen mehr rausgekommen als dieses 1:1. So haben wir zumindest einen Punkt geholt gegen die Bayern. Jetzt will man aber die nächsten 3 Punkte gegen Schalke holen. Und ich denke mal, es wird den Leipzigern gelingen. Den Abschluss gewinnt Leipzig mit 2:1. Das nächste Spiel ist dann das Dienstagabendspiel. Das ist das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem ersten FC Köln. Und Köln, ja, 7:1 gewonnen gegen den SV Werder Bremen. Man hat einfach eiskalt die Fehler des Gegners ausgenutzt. Das sind die so welche Spiele, wo ich immer gerne mal sage, ja, die Mannschaft hätte auch gerne 5, 6 Tore erzielen können. Siehe Köln, es ist genau so passiert. Das Team hätte gut und gerne 5, 6 Tore erzielen können. Am Abschluss haben sie die 7 erzielt, die auch dann dementsprechend verdient waren. Jetzt geht's gegen den FC Bayern, die im letzten Spiel, ja, ein sehr taktisch geprägtes Spiel gespielt haben gegen Leipzig. War interessant, natürlich der ein oder andere da draußen hat natürlich gemerkt, Ulreich stand nicht im Tor, richtig, Jan Sommer kam dann doch noch zum FC Bayern dementsprechend. Man sagt immer so gerne so schön, nach Redaktionsschluss war dann doch nochmal der Wechsel. Dementsprechend die Bayern mit dem Torwart wird sich zeigen, ob gegen den ersten FC Köln dieser Torwart auch halten wird. Ich denke mal, dieses Mal sogar 2:0, an Abschluss gewinnt der FC Bayern mit 2:0. Das nächste Spiel ebenfalls Dienstagabend ist das Spiel zwischen der Hertha und dem VfL Wolfsburg und die Berliner im letzten Spiel 1:3 verloren gegen den VfL Bochum. Es war, ja, im Durchgang 2 so ein bisschen aus meiner Sicht zu wenig taktiert. Also eigentlich schnurstracks das gemacht, was man im Durchgang 1 gemacht hat, was im Durchgang 1 nicht funktioniert hat. Das haben wir in Durchgang 2 weitergemacht und ja, ein Abschluss dafür die Quittung passiert, dafür ein Abschluss 1:3 verloren. Nun gut, da ist man jetzt dementsprechend auf einem Abstiegsplatz und da will man möglichst schnell weg. Vielleicht sogar gegen Wolfsburg. Oh, wird schwierig, denn die Wölfe momentan in Topform. Man hat die Form aus der letzten Partien im Jahr 2022 fortgesetzt mit dem 6:0 gegen Freiburg. Ein sehr, sehr deutliches Ergebnis gezeigt. Aber die Frage stellt sich jetzt natürlich, die deutlichen Ergebnisse folgen auf Übermut oder kommt da vielleicht doch kein Übermut her? Ich denke mal, in dieser Partie wird es sehr viel Übermut der Wolfsburger geben. Am Abschluss gewinnen sie aber dennoch relativ knapp mit 2:1. Ich denke, dass diese Partie tatsächlich lange Zeit in Richtung Unentschieden tendieren wird und Wolfsburg sich enorm schwer tut gegen die Hertha, aber am Ende dann doch gewinnt. Das nächste Spiel ist das letzte Dienstagabendspiel. Es ist das Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem VfB Stuttgart. Mein persönliches Topspiel, ja, tatsächlich. Beide Teams unten in der Tabelle verhaftet. Die Frage stellt sich, wer kommt da möglichst schnell raus? Beim VfB Stuttgart ist es ja schon eine Weile so. Das darf man auch mal so sagen. Im letzten Spiel 1:1 unentschieden gespielt gegen Mainz 05. A, im zweiten Durchgang besser gewesen. B, natürlich auch die Option gehabt, sogar dieses Spiel noch zu gewinnen. Also sogar noch komplett zu drehen. Nun gut, am Ende hat man einen Punkt geholt. Besser einen als keinen, so kann man das auch sagen. Das wird sich wahrscheinlich Hoffenheim am Ende des Spiels eigentlich auch gedacht haben. Gegen Union Berlin. Man hat geführt 1:0, aber ja, vieles im zweiten Durchgang hat nicht darauf hingedeutet, dass eben die TSG dieses Spiel gewinnen wird. Eher genau im Gegenteil. Und im Endeffekt hat sich das dann auch auf dem Platz gezeigt. Lange Zeit ging das Spiel dann in Richtung Unentschieden. Und lange Zeit hätte man sagen müssen, Berlin hätte diesen Sieg verdient.
Abschluss haben sie das geholt, eben kurz vor Ende des Spiels, beziehungsweise in der Nachspielzeit. So, und jetzt ist die große Frage, ob man jetzt gegen Stuttgart Punkte holen kann oder eben nicht. Ich denke mal, am Ende wird es so sein, ja, wie wird es denn sein? Schwierig zu sagen, ich denke auf ein Unentschieden, auf ein 1:1. Das klassische, immer weiß nicht, was er tippen soll, ne? Das ist echt schwierig. Also, die Form der Stuttgarter hat im zweiten Durchgang gepasst, aber die Form der Hoffenheimer im ersten auch. Also, gucken wir mal, was am Dienstagabend passieren wird. Das nächste Spiel ist dann am Mittwoch um 18.30 Uhr. Ist es das Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund. Und ja, ne? Eben erwähnt bei den Mainzern, 1:1 unentschieden gegen den VfB Stuttgart. Ne, im ersten Durchgang das Tor erzielt, im zweiten vielleicht so ein bisschen die Sache zu locker gesehen. Also da gab es so einige Aktionen, wo man hätte sagen müssen, also wenn das im ersten Durchgang passiert wäre, ihr hättet das locker verteidigt. So, am Ende nur ein Punktgewinn, vielleicht zu wenig, vielleicht genug. Das ist dementsprechend wirklich aus unterschiedlicher Sicht zu sehen. Also aus meiner Sicht geht dieses Unentschieden aus meiner Sicht zumindest in Ordnung. Jetzt geht es aber gegen die Borussia aus Dortmund, die also... ja, wie schon gegen Gladbach. Also, ne, Tempo, 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 Tempo und noch mehr Tempo. Und dieses Mal hat dieses Tempo an Abschluss aber dann ausgereicht bis zum Ende. Ne, man hat geführt, dann hat man den Ausgleich kassiert. Man hat wieder geführt, dann hat man wieder den Ausgleich kassiert. Man hat wieder geführt, man hat wieder den Ausgleich kassiert. Und am Ende hat man wieder geführt und dann nicht den Ausgleich kassiert. Weil eben am Ende dann doch die Energie ausgereicht hat. Also vorne top, hinten flop. Und das darf natürlich gegen Mainz nicht passieren, denn sonst wird das auch ein torreiches Spiel. Und ich denke, es wird ein torreiches Spiel, die Dortmunder gewinnen mit 3:2. Also auch in diesem Spiel, vorne top, hinten flop. Das nächste Spiel ist dann am Abend des Mittwochs. Es ist das Spiel zwischen dem SC Freiburg und der Eintracht aus Frankfurt. Und ja, wie vorhin schon erwähnt, gegen Schalke 3:0 gewonnen. Aus meiner Sicht ist das Ergebnis zu hoch gewesen. Also Schalke hätte definitiv A, ein Tor verdient und B, hat Frankfurt für mich zu viele Tore erzielt. Also eigentlich hat das Spiel dieses 3:0, dieses deutliche Ergebnis nicht widergespiegelt. Nun gut, jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, das ist ja mal wieder so Fansicht, ne? Bist Frankfurt-Fan, bist Schalke-Fan. Leute, nein, das ist tatsächlich eine neutrale Sicht. Also aus meiner Sicht ist es wirklich so, dass Frankfurt hätten vielleicht 2:1 gewonnen. Alles wäre in Ordnung gewesen, ich hätte mich nicht beschwert, aber das 3:0, boah, ist ein bisschen zu hoch. Jetzt geht's gegen den SC Freiburg, die ja einfach einen richtig rahmschwarzen Tag hatten. Also es lief absolut alles nicht. Im ersten Durchgang hat man erstmal den Gegner noch ein paar Tore geschenkt, dann hat man im zweiten Durchgang so viele Fehler gemacht. Das war nicht das Freiburg, was wir in der Hinserie gesehen haben. Das war eher das Freiburg, was vor einigen Jahren um den Abstieg gespielt hat. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob das vielleicht ein Ausrutscher war oder jetzt in 2023 die Regel wird und Freiburg wird durchgereicht. Ich denke, in diesem Spiel wird es eine sehr taktierende Partie, die an einem Abschluss keine Tore kriegt. 0-0. Aber ein 0-0 der besseren Art und Weise. Also beide Teams werden so viel taktieren und an Abschluss die Torhüter alles halten. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Bayern 04 Leverkusen und dem VfL Bochum. Die Leverkusen haben im letzten Spiel 3:2 gewonnen gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Im ersten Durchgang war man einfach das effektive Team. Und an Abschluss, ja, nach hinten raus hat man zwar noch 2 Gegentore kassiert, ja, aber na, der Sieg aus meiner Sicht war in, glaube ich, keiner Minute irgendwie gefährdet. Zumindest nach dem 3:0 nicht. Jetzt geht's gegen den VfL Bochum, die auswärts spielen. Ja, die letzten Erfolge der Bochumer waren alle zu Hause. Und man hat zu Hause auch bewiesen, dass man eine Heimmacht ist. Momentan hat man das einfach, das Momentum zu Hause. Ja, wie schon in der vergangenen Saison gegen die Hertha 3:1 gewonnen. Also jetzt nicht wie in der vergangenen Saison gegen die Hertha gewonnen, sondern wie in der vergangenen Saison die Heimspiele gewonnen. Auswärts. Da hapert's. Jetzt geht's gegen Leverkusen in Leverkusen. Heißt also, Leverkusen gewinnt mit 3:1. Das nächste Spiel ist das Spiel auch ebenfalls Mittwochabend. Es ist das Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Union Berlin. Ja, also, ich weiß nicht. Also, Werder Bremen 1:7 gegen Köln. Also, was im ersten Durchgang passiert ist, das war nicht erstligatauglich, absolut nicht. Und es hat schon so ein bisschen Parallelen zu der Abstiegssaison der Bremer. Ja,
Ne? Da war auch die Hinrunde eigentlich ganz in Ordnung gewesen und die Rückrunde eine Katastrophe. Und da müssen die Bremer jetzt dringend aufpassen. Nicht, dass das in dieser Saison auch passiert, denn dann, ja, könnte sogar der Abstieg doch drohen. Natürlich, ich will das jetzt nicht groß beschreien, aber wir sind am 17. Spieltag, meine lieben Freunde. Das kann sich noch böse drehen. Dafür müssen sie jetzt gegen Union Berlin definitiv mehr als eine Schippe aufs Feld legen, sozusagen. Denn Union Berlin im letzten Spiel 3:1 gewonnen gegen die TSG. Ja, im zweiten Durchgang hat man einfach mehr gewollt und mehr, also mehr gewollt als die TSG. Man wollte nicht nur diesen Punkt, man wollte einen Sieg. Und dieses hat man eigentlich die zweiten 45 Minuten die ganze Zeit gemerkt. Klar, man war im Rückstand. Aber man hat gemerkt, dass die Berliner definitiv dieses Spiel gewinnen wollen und ihre Negativserie endlich aufhalten wollen. Und das haben sie am Ende geschafft. Jetzt gegen den SV Werder Bremen, denke ich mal, wird es ähnlich kämpferisch von den Eisernen. Ein Abschluss gewinnen die Berliner mit 2:0. Das nächste und letzte Spiel des Spieltages findet statt zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach. Ja, die Gladbacher 2:3 verloren gegen Leverkusen. Die Tore kamen zu spät. Also die Einwechslung fand ich schon richtig getimed, aber es ist einfach vieles im ersten Durchgang nicht hundertprozentig gelaufen. Dazu hat man jetzt einen neuen Torwart. Und ja, der schon ein bisschen länger auf meinem Kanal ist, weiß, dass ich relativ viel von Jan Sommer halte. So, und jetzt hat man einen neuen Torwart. Und mal gucken, ob der sich dann bei Gladbach durchsetzen wird, beziehungsweise ob er Gladbach noch auf die Siegesstraße bringen kann. Denn ja, in der letzten Zeit Gladbach viele Siege auch oder viele Punkte auch gekriegt, eben durch die Glanzparaden von Jan Sommer. Und jetzt ist die große Frage, wie wird es gegen Augsburg laufen? Denn die Augsburger im letzten Spiel immer die passende Antwort gefunden gegen Borussia Dortmund. 3:4 verloren am Ende. Aber definitiv sich nicht geschlagen gegeben, immer kämpferisch dabei gewesen. Hätte man gegen ein anderes Team gespielt, hätte man sogar 3 Punkte geholt. Aber gegen Dortmund an dem Tag leider nicht. Jetzt gegen Borussia Mönchengladbach, denke ich mal, wird das eine interessante Partie, die aber am Abschluss mit einem 1:1 endet. Das waren meine Tipps für diesen 17. Spieltag in der ersten Liga. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Natürlich hoffe ich, dass ihr auch dann am Donnerstag wieder dabei seid, denn Donnerstag gibt es den nächsten Tipp. Ja, nächste Bundesliga-Tipp, erste Liga, denn nämlich den 18. Spieltag. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.